Also, Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Dir wird die Strecke gefallen. Ja, der Sound ist sehr leise abgemischt irgendwie in dem Game. Obwohl alles auf... Sag mal... Hey Jungs, wir müssen doch den Sound abmischen. Ja, ja. Ja, ich hab mir gedacht, wir drehen einfach die Sprachausgabe komplett runter, weil dieses weichgewaschene Scheiß will sich eh keiner anhören und alles andere drehen wir auf 100%. Ist gut? Ja. Ja, das machen wir vor Release noch, ne? Ja, das patchen wir noch rein. Ja, ist eine super Idee. Ja, dreh einfach alles runter. Braucht sowieso keiner die... Nee, ja, 50% reicht, ist okay. Ja, wer macht denn das? Was soll das denn? Guten Morgen. Morgen. Moinsen. Hast du hier irgendwo ein Trinkgeldglas? Schade. Hätte ich mir jetzt nämlich mitgenommen. Hey, Ladies. Ich bringe Sie rein. Danke. Kann ich mir mal das Pony holen? Ah, das Mädchen. Ob er da kommt. Danke. Na los. Okay. Hey, Schimmer. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja, ja, ja. Einmal für dich. Einmal für dich. Öffnet das Tor. Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Dann mal los. Also im Gegensatz zum ersten Teil nimmt das Spiel langsam Fahrt auf. Also wir sind ja mehr noch so in der 30er-Zone gerade. Ja. Ja. Tja, wenn man mit der Wurstfinger auf den Touchscreen kommt. Hey. Was hast du geträumt? Ist das eine russische Gewichtheberin? Hab ich geredet? Du wirst wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Thank you.
Na los, hier lang. Oh ja, ich komme mit. Also, es ist gut, ne? Aber ich komme mit diesem ganzen Gefühlsgewusel nicht klar. Warum flüstern die sich alle an? Das ist hier eine scheiß Apokalypse, Alter. Schreit euch gefälligst an. Ey, die ist halt. Die hat halt so einen Bizeps. Die frisst mich zum Frühstück. Mit Quark. Ja, okay. Wir gucken uns jetzt mal was gemeinsam an. Maya! Was ist hier los? Es ist kalt. Willst du echt nicht warten, bis die Sonne rauskommt und es wärmer ist? Nein. Kann's kaum erwarten. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen. Ich bin wirklich sehr gespannt, warum, wie sich das entwickelt. Warum bist du ganz alleine hier draußen herum? Ich war unruhig. Du auch? Kommt mir vor, als wird's weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich hab drüber nachgedacht. Wir könnten Mannys Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird. Ja gut, vermutlich nicht. Das hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja. Na komm schon. Ist doch nicht dunkel. Ach so, ja. Halt. Wir müssen erst gucken, ob hier irgendwas. Hier gibt's bestimmt noch nichts zu looten, oder? Hier gibt's bestimmt noch nichts zu looten. Also ich sag's extra nochmal, Leute. Wenn wir so weitermachen, sind wir für den Trip nachher zu müde. So weit ist es nicht. Hey, ist Mel okay? Sie ist in letzter Zeit so durch den Wind. Sie kommt schon klar. Sei nicht so komisch, du machst mir Angst. Ich bin ganz normal. Ich werde ein bisschen ironisch und sarkastisch sein, weil Gefühle und so ein Scheiß, das geht für mich gar nicht. Das ist ja, dafür spiele ich hier nicht Zombie-Apokalypse. Das heißt aber nicht, dass ich das Spiel nicht mag, sondern einfach Vorsicht nur... beim Springen. Ne? Okay. Aber sie ist Gewichtheberin. Nicht Stabhochspringerin. Willst du dich von Mel trennen? Was? Nein. Hättest du wohl gern. Ich hatte genug. Danke. Autsch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Ist doch klar. Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los. Hey, sieh mich an. Abby, nicht runtersehen. Owen, müssen wir hier lang zurück? Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen. Wie wär's, wenn ich dir in den Arsch trete? Abby, hör auf zu flirten. Awesome! Ei, wie viel hab ich verpasst? Ein, zwei Liebesgedichte, mehr noch nicht, Auron. Was ist das? Wir sind da. Großer Gott. Eine verdammte Stadt. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom, Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Und wenn er da drin ist, wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht.
Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Wir geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Alles schwanger. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby, ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Hör auf! Wir sehen uns in der Lodge. Was kommt noch alles? Jetzt haben wir schon Schwangere. Wir haben schon mehr kritische Morgen, Masse erreicht, als in The Last of Us 1 überhaupt im ganzen Playthrough. Oh. Leck mich. Okay. Ist mir scheißegal. Mach ich sie mal alleine. Das steigert sich noch easy. Du wirst heute noch weinen und ausrasten? Nee. Ich nehme das mit Humor. Lebst du noch? Na klar lebt er noch. Der ist nur im Kryoschlaf. Oha. Was ein Fehler. Mit 3 Schuss in den Kniff, können wir richtig auf die Kacke hauen hier. Oh, shit. Moin. Los. Der ist aber nicht der. Nee.
Quicktime Events Chat. You gotta love it. Okay. Die ist mir sympathisch. Ja, ein schöner Schwinger. Da machen sich die Vitaminaufbaupräparate aus der DDR ziemlich gut. Also man sieht, sie hat ihre Medikamente genommen. Damals. Ihn gerade am Hals genommen und mit... Okay. Meine Schulter. Ja, die Schulter tut weh. Okay. Gut. Von hier aus sehe ich nichts. Nee, wir schauen einen Film gerade. Wir haben Watchpartys. Wir haben VPN angemacht und haben jetzt endlich Watchpartys. Weil wir nicht warten wollen bis 2025, bis wir dann auch Watchparty kriegen. EU. Weil fuck yeah, America, man. Oh nee. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Wie komme ich jetzt hier raus? Ja, durchs Loch am besten. Ganz wieder eine Idee, Abby. Okay, das ist cool. Shit. Ich vermisse Auto-Aim. Lieber anschaut, dass das direkt auf den Kopf snappt. Was ist dieser Pass? Ah, da. Ich glaube, ich habe es gesehen. Dachte ich. Das habe ich vermisst. Das Knacken vom Knick. Das machen nämlich ganz viele Spiele nicht. Das ist super unrealistisch. Also grafisch ist das wirklich sehr schön, muss ich sagen. Und so von den Bewegungen her, von den Spielfiguren ist das auch sehr gut. Also es sieht wirklich sehr rund aus.
kann man nicht sagen. Nee, hier sind wir reingegangen. Dann wollen wir hier. Ah, hier ist der Keller. So. Okay. Ich bin sehr froh, dass das Spiel Fahrt aufgenommen hat. Uff, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Putzt er sich gerade die Zähne oder was war das? Was denn? Ach, so macht man das. Oh, nice. Schöne Cracker. Mal gucken, ob hier irgendwo noch was ist. Hier sind wir gerade hergekommen. Da steht ein Koffer. Das sah gerade aus wie ein Benzinkanister. Das ist alles verrammelt. Wurde. Hier liegt noch Munition. Lauf. Da ist noch einer. Ich wollte doch sagen, ich höre doch mal. Naja, Zombies sind halt nicht die hellsten Kerzen. Zombies sind halt nicht die hellsten Kerzen. Ich glaube, links ist auch noch einer. Bei Munition? Shit, Munition gibt's aber auch zu Hauch, ne? Das wird eng. Egal. Wir ziehen's durch. Haben die nicht gesagt, dass sie die KI verbessert haben? Gesagt, dass sie die KI verbessert haben, weil ich stand davor. Ich lasse das. What the fuck? Das Wetter wird schlechter. Wo ist die Straße? Okay. Ah, alles klar. Das ist dieselbe Stelle. Aber es gibt schön viel Munition, das finde ich gut. Scheinbar kann man ein bisschen mehr schießen. Oh, frische Spuren. Wo ist die Patrouille? Switch on. It's another crime.
Na los. Hier lang. Okay, Chad. Embrace your feelings. The love story goes on. Vermisst du ihn eigentlich? Wie, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Miau. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Sir Anne? Ich kann Leadspeak nicht. Aber danke schön für deinen Prime-Bagger. Vielleicht schreibst du mir nochmal, wie das ausgesprochen wird. Hey, Tixey, moin. Hey. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst auf dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Hier geht's lang. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Ehrlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Oh. Okay. Chat, embrace yourself. Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Leute, ihr seid in der, ihr seid ehrlich jetzt. Ellie. Come on, baby, give daddy some loving. Ellie. Moin, moin von Rügen, kleiner als drei. Ellie, du bist mit Joel durch fast ganz Amerika gereist. Du hast überlebt. Du hast Zombies getötet. Du hast Menschen getötet. Was ist mit deiner Gefühlswelt nicht los? Du bist aus der Pubertät raus, du bist 19. Es ist vorbei. Du musst dir im Klaren sein, was hier abgeht. Du bist alt genug. Hör auf damit. Ellie! Und ich möchte jetzt von New Girl den weißen Mann zitieren, und zwar Coach. Hör auf damit! Mit wem warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Hä? Und er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Auf dass wir mit 73 auch so fit sind. Wir lassen auf, dass wir auch 73 werden.